Vielleicht das leckerste Hähnchengericht, das wir auf diesem Kanal je gekocht haben. Oh, diese Soße. Das Rezept ist aus der Kollektion Kochkurs. Als erstes stelle ich eine Schüssel auf den Mixtopfdeckel, um 500 bis 600 Gramm Hähnchenfleisch abzuwiegen. Für die Marinade rühre ich jeweils einen Teelöffel Salz, Pfeffer, Paprika edelsüß und Kurkuma in einer Schüssel an. Dazu kommen dann noch 3 Teelöffel Öl und damit bestreiche ich dann das Hähnchen. Jetzt brauchen wir den Varuma. Dafür zeige ich euch mal, wie ihr den Einlegeboden perfekt mit Backpapier auslegen könnt. Dafür falte ich den Backpapierzuschnitt einmal zur Hälfte und ein weiteres Mal zur Hälfte. Die geschlossene Kante legt ihr dann in die Mitte des Einlegebodens und könnt mit dem Finger die Außenkante nachfahren. Das Backpapier könnt ihr jetzt entlang der Falzlinie ganz einfach zuschneiden und fertig ist der perfekte Zuschnitt für euren Varuma-Einlegeboden. Die Luftschlitze an den Seiten solltet ihr immer frei halten, damit der Garvorgang optimal ablaufen kann. Das Hähnchenbrustfilet könnt ihr in ca. 1 cm dicke Scheiben schneiden und dann gleichmäßig auf dem Varuma-Einlegeboden verteilen. Jetzt bereite ich das Gemüse vor. Wir brauchen 200 Gramm Möhren in Stücken, 200 Gramm Zucchini in Stücken und 150 Gramm Paprika in Stücken. Alles zusammen in den Mixtopf geben und 4 Sekunden auf Stufe 4,5 zerkleinern. Das Gemüse gebe ich jetzt in den Varuma-Behälter. Auch da solltet ihr darauf achten, dass ein paar der Dampfschlitze frei bleiben. In den Mixtopf gebe ich jetzt 2 gehäufte Teelöffel Gewürzpaste und 1 Teelöffel Öl. Jetzt den Gareinsatz einhängen und 250 Gramm Reis einwiegen. Darüber gieße ich 1200 Gramm Wasser. Mixtopfdeckel drauf. Varuma darüber und den Einlegeboden rein. Jetzt noch den Varuma verschließen und das Ganze für 24 Minuten Varuma Stufe 1 garen lassen. Jetzt den Varuma und den Mixtopfdeckel abnehmen und den Gareinsatz mit dem Spatel herausholen, den Reis in eine Schüssel umfüllen und das Gemüse dazugeben. Und alles gut miteinander vermischen. Den Gemüsereis und das Hähnchenfleisch stelle ich einmal warm und dann können wir die Soße zubereiten. Von der Garflüssigkeit fange ich 300 Gramm auf, die brauchen wir für die Soße und den Mixtopf können wir dann auswaschen. Jetzt gebe ich einen halben Bund gezupfte Petersilie in den Mixtopf. Die wird für 3 Sekunden auf Stufe 8 zerkleinert und im Anschluss umgefüllt. Statt Petersilie kannst du natürlich auch Schnittlauch, Rucola oder gemischte getrocknete Kräuter verwenden. 170 Gramm Zwiebeln und 30 Gramm Öl. Alles zusammen in den Mixtopfdeckel drauf und den Spritzschutz darüber und das Ganze für 5 Minuten anbraten. Mixtopfdeckel und Spritzschutz einmal abnehmen und 300 Gramm von der Garflüssigkeit dazufüllen. In den Mixtopf gebe ich außerdem 200 Gramm Sahne, 2 Teelöffel Senf, einen halben Teelöffel Salz, 1/4 Teelöffel Pfeffer, 3/4 Teelöffel Paprika edelsüß und Speisestärke. Mixtopfdeckel drauf und alles zusammen 4 Minuten lang bei 100 Grad Linkslauf Stufe 3 aufkochen. Und für 20 Sekunden pürieren. Die Petersilie mit dem Spatel unterrühren und die Soße nochmal abschmecken und dann umfüllen. So lecker sieht es angerichtet aus. Hier findet ihr ein weiteres leckeres Hähnchenrezept und zwar das All-in-One-Hähnchen. Da oben abonniert ihr den Kanal. Bis zum nächsten Mal.